hinterher, die Bullen. Finde ich lustig. Mach mal keinen Idiotenschutz. Fehlt einem eh nichts. Außer man fällt wegen einem Baum. Nein, nicht in die Bäume. Ich will nicht hängen bleiben und wieder abstürzen hier. Bisschen höher hier. Ein Schub. Schub. Scorpio, zieh, Scorpio. Nein, nicht im Baum hängen. Ja, ich hab's geahnt. Ich hab's doch prognostiziert. Und wieder auf der Straße. Berg hoch. Ist da Schwung? Ja, die anderen müssen Serpentine fahren. Ich ziehe mich einfach flockig hinauf. Solange ich im Baum hängen bleibe. Und da haben wir auch schon die Schneegrenze erreicht. Oh, jetzt geht's aufwärts. Kommt der Skorpion da auch hoch? Vorsichtig! Nein! Nicht fallen! Irgendwie ist er nicht wirklich gefallen, er ist eher so gerutscht, würde ich dazu sagen. Und oben mich Geld gesehen. Geld! Schmackelt. Das war Kuchen. Passt aber hier irgendwie nicht ganz hin. Oh, noch ein Stück. Na toll, das ist 90 Meter senkrecht oder was? Ah, ich kann laufen. Fallschirm? Oh, stopp, 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 stopp. Ich will aussteigen. Gut. Wenn du mich zahmfährst, ich sag's dir. Ja, gut. Wo war denn das Geld? Willst du mich verarschen? Das war doch eben da. Und nicht da! Oh. Ja, ja, ich lauf doch schon. Waffenteile. Was soll dieses Schild sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Egal. Gut. Ach, da ist noch ein Waffenteil. Können wir schon, dass wir Waffen irgendwann mal aufpimpen. Wenn ich mal Lust drauf habe. So, drücken wir E. Es ist eine Tatsache, dass Politiker leicht zu täuschen, zu bedrohen oder zu bestechen sind. Aber es gibt immer Ausnahmen. Wie Quinran Tang. Er ist standhaft, nicht korrumpierbar und stahlhart. Allerdings weiß ich, wie man solche Männer aus Stahl schwach macht. Bringen Sie ihn bitte zu mir, Genosse. Oder ist dieser Held zu viel für Sie? Okay. Tang wird selbstverständlich in einer Limousine fahren. Kapern Sie sie. Ich brauche ein Motorrad. Zu mir. Miau, miau. Fährt denn der? Ist der noch hierher? Ich hab doch gar nichts. Ah, ich glaube, ich muss da lang. Geronimo! Oh, ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Heilige Scheiße! Ich explodiere. Au! So. Was soll ich jetzt machen? Press das. Kann ich den töten? Steigen wir ein. 4, 1, 2. Ich nehme keine Anhalter mit. Tschüss. Sag ich einfach ciao, Mensch im Anzug. Tschüss, ja. Niemand behandelt mich so. Halten Sie sofort an! Nö. Halten Sie ein bisschen. Sie an und lassen Sie mich gehen. Sie wissen nicht, wie Sie sich hier anlegen. Mr. Tang. Wenn Sie nicht freiwillig mitkommen, schneide ich Ihnen die Hände ab und verpasse Ihnen damit unterwegs eine Ohrfeige nach der anderen. Und Scorpio meint das ernst. Ich glaube, ich habe das Fahrzeug jetzt schon etwas demoliert. Wollte ich nicht.
Doch, eigentlich schon. Fängt das Spiel schon wieder hier? Das gibt's doch nicht. Zwischendrin an gemeinen Stellen hängt es mal. Bremse. Oh. Das Teil ist gar nicht so leicht zu manövrieren. Okay, das war vermeidbar. Vorsichtig, vorsichtig. Und links vorbei. Vorbei. Links rein. Danke, dass ihr Platz macht. Sehr sozial von euch. Oh, oh, ich gleich komme gleich besuchen vorne. Fand ich die armen Motorradfahrer zahn. Boah, die Blutlage hat mich noch erwischt. Straßensperre. Ich glaube, diesmal fahre ich dann lieber nicht so richtig Vollgas durch. Also halb Vollgas. Oh. Ich habe nicht gedacht, dass dieses. Schwasselt mir ja nicht die Karre. Ich sitze das auf die Fresse hier. Nein! Ich muss in Bewegung bleiben. Wie ist mir die Karre möglich? Oh oh. Was ist es denn noch? Okay, wir scheinen immer so weit, weil keine Kilometerzahl mehr da steht. Ja, Rams. Oh, die habe ich gerade mal so los. Ich gerade mal so losgeworden. Oh, das ist zu schwer. Fuck. Ich würde da jetzt normalerweise einfach auf ein anderes Fahrzeug umsteigen, aber das ist etwas schwierig, wenn der Typ im Hinterrücksitz sitzt. Soll ich ihn sagen, dass sie ihn vielleicht treffen könnten? Mit einer Verletzung? Hey! Oh, das ist ihm relativ durch. Oh, oh. Okay, es ist nicht mehr weit. Oh. Ich will hier nicht Offroad fahren. Okay, ich tue es doch irgendwie. Vorsicht, da, ich will nicht irgendwo verkanten. Wie gesagt, ich will mich nicht verkanten. Nein. Jo, was soll ich machen? Vielleicht folgt er mir ja. Noch einer. Wo kommst du denn her? Willst du vielleicht aussteigen? Nur mal so eine Frage. Tja, würde ich sagen, start mal neu. Ja, ich hab's verkackt. Ich bin einfach da jetzt nicht so gut gewesen. Okay, die letzten beiden Aufnahmen waren jetzt nicht so ruhmreich. Und mein Zeitmanagement auch nicht. Ich möchte gar nicht wissen, wie es am Ende ausgeht. Wahrscheinlich ist nur der Anfang am richtigen Platz und der Rest total auf alle möglichen Parts aufgezählt. Oh, diesmal bin ich wenigstens schlauer, dass... Habe ich die Munition gerade mitgenommen? Deshalb bin ich wenigstens schlauer, dass ich nicht diese Sprungschanze benutze, weil diese Sprungschanze hinterlistigerweise da angebracht ist, um einen in die Irre zu führen. Oh, ich glaube, ich habe es nicht mitgenommen. Gut. Den ganzen 19 Schuss habe ich hier jetzt diesen Umweg gemacht. Oh, der Schuss ist schon weit. Ein Stück vorangekommen. Nein, nicht in die... Ach, verarsch mich. War ein bisschen Offroad. Ah, toll. War ja wieder klar. Ach, komm. Ich hab doch eigentlich gewusst, dass da was ist. Warum fahre ich dann da? Also, dass da besser gesagt nichts ist. Dass da eine große Spalte ist. Ein großes Loch. Eine große Leere. Oh Mann, die KI kennen sich schon gegenseitig. Die NPCs. Wow, nicht Frontalcrash mit Motorrad, das wäre, glaube ich, ungesund. Ah, was ist denn heute los? Ich verfluche dich. Ich glaube, den kriege ich gar nicht mehr eingeholt hier.
wenn das so weitergeht. Ja klar, ich hänge noch fest. Ist das ein Spaß. Wenigstens fahren sie die Serpentine runter. Muss ich das nicht machen? Ganz außen nach innen. So wie sie es gehört. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich glaube, ich fahre einfach gar kein Fahrzeug mehr. Ich fliege nur. Ist ja, ist fast schon. Das geht schon so. Uiuiui. Das ist eindeutig die schlauere Idee. Die schlauere Idee. Ja, so und Leertaste. Das Speed drauf kriegen. Bäume, bisschen höher, bisschen tiefer. Da haben wir ihn ja schon fast. Gut, das kann ich glaube ich schon. Fährt denn der jetzt? Ein riskantes Ausweichmanöver. Der düst ja auch alles weg, was im Weg steht. Oh, jetzt geht's los. Achso, wir haben Kampfhandlungen. Ach, kommt einer raus. So. Eins, zwei, drei. Gut. Wirklich beeindruckend. Bringen Sie Teng jetzt in ein sicheres Haus. Vorsichtig. Und dann naja, jetzt ist hier mal, niemand behandelt mich so. Halten Sie sofort laut meiner Zeitgabe eigentlich Schluss, aber da ich eh schon alles verkackt habe, mache ich diese Mission jetzt einfach fertig. Mr. Dan, weil mittendrin ist wenn Sie nicht freiwillig mitkommen, schneide ich Ihnen die Hände ab und verpasse Ihnen damit unterwegs eine Ohrfeige okay. Nach der anderen. Oh, ein Kilometer. Ich mag dieses Fahrzeug nicht. Aber ich kann ja schlecht aussteigen und Seite verkloppen, weil da kommen dann ganz viele. Aber damit rammen will ich sie auch nicht. Ich muss doch auch spekulieren, dass das ein bisschen was aushält. Komm schon, gegen den Pfosten. Oh, in die Straßensperre mit euch. Mal, glaube ich, funktioniert. Da vorne ist wieder eine Straßensperre, oder ist das... Oder ist das nur ein Motorrad? Das ist ein Motorrad. Oh, ich glaube, das Motorrad war schon zu haben. Soll ich da durchfahren? Okay. Wenn du am Dach liegen bleibst, dann kriegst du so eine. Ich glaube, die 150 Meter. Die werde ich jetzt auch noch überleben. Vorsichtig einparken. Ganz gelöst, so. Tapferer Krieger. Das macht Legende. Du bist es. Gruppenmission abgeschlossen. Die politische Debatte. Gut, haben wir das auch erledigt. So, ich wette mit euch, dass die komplette... Eigentlich wollte ich ja 15 Minuten Parts machen. Aber es ist jetzt ganz sicher so, dass alles... irgendwo drin ist. Wundert euch nicht, wenn das jetzt, weiß ich nicht, am Anfang eines Parts ist und das vorhin am Ende und ich weiß es nicht. Also wundert euch einfach nicht, das mache ich nächstes Mal etwas klüger. Also, tschüss.